Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns in einer wunderschönen 1+ restaurierten Pagode und werden heute das Thema Mercedes-Benz etwas älter aufdröseln. Es geht um das Thema Restauration, es geht um Detailliebe, weil die ist hier wirklich in einer abartigen Verliebtheit praktiziert worden. Und ich würde sagen, bei solchen Autos ist es immer so zu plump, wenn man einfach nur sagt, dass es restauriert. Deswegen gehen wir jetzt mal zu dem Sven Gramm rein in die Werkstatt, öffnen mal die Haube und reden und gucken uns mal die ganzen Details von diesem wunderschönen Kfz an. So, hier ist die Werkstatt noch zu, sehe ich gerade, weil die experimentieren. Wir gucken mal weiter, wo wir noch hin können. Dann gehen wir hier hin. Wir fahren einfach hier rein. Das sind ja hier Freunde des Hauses. Hier so ein Rocket. Passend, ne? Ja. Guck mal, wo er ist. Wir suchen ihn mal. Also, was man natürlich erkennt, ich denke, jeder erkennt das. Die Perfektion im Chrom ist unnormal. Siehst du das hier? Wie schön das gemacht ist. Und die Tacho-Einheiten. Hier um das Bäcker Europa. Aber ich denke, das ist kein... Doch, es ist ein altes. Ja, es ist ein altes. Hallo Sven. Wir haben dich schon leicht angekündigt. Okay, vielen Dank dafür. Erstmal hi. Wie geht es dir? Gut. Sonne scheint. Ihr habt das perfekte Auto. Haben wir auch. Ich finde es besser, wenn du dabei bist, um mal ein bisschen zu Revue passieren zu lassen, was ihr alles macht. Weil ich glaube, da unterschätzt man auch den Arbeitsaufwand. Weil dieses Auto ist neu aufgebaut. Also, fangen wir mal so an. Nummer eins, viele denken ja immer Brabus, Klassikauto, Pagode, getuned. Nein, also hier in dem Fall wirklich nicht getuned, sondern klassisch restauriert, so wie das Fahrzeug früher vom Band gelaufen ist. Das heißt, wir nehmen so ein Auto, kaufen die weltweit an, ja, gebrauchte Fahrzeuge, Matching Numbers, ja, wo dann Getriebe, Motor zur Karosserie passen. Farben ist erstmal egal, weil das machen wir später. Ja, egal welche Farben die haben und auch welche Konstellation insgesamt bei dem Auto dann verbaut ist. Wir kaufen für uns jetzt in dem Fall 280 SL Pagode, weil wir der Meinung sind, das ist der beste Motor in der Baureihe. Ja, die Autos fahren einfach schön, du kannst Schaltwagen... Was gab es denn noch? Es gab 250 und 230 gab es noch. Ah, ja, also alles beide, im Grunde genommen gleiche Basismotor, aber der 280er läuft einfach am besten. Dann nehmen wir so ein Auto, zerlegen den wirklich bis auf die letzte Schraube. Komplett? Komplett, komplett. Auto wird dann teilweise sogar aufgeschnitten an den jeweiligen Stellen, also Karosserieteile werden geöffnet, die Seitenteile. Und dann geht so ein Ding erstmal in Bad rein, also in Lackungsbad. Das heißt, alles, was an Lack ist, kommt dann komplett runter. Und warum machen wir auch die Kotflügel auf zum Beispiel? Cool. Weil du hast natürlich auch in den Hohlräumen ab und zu mal ein bisschen Rost drin, so damit du das rauskriegst. Dann geht so ein Auto zum Karosseriebau, zur Abteilung. Die setzen die Karosserie in Stand, meistens mit großflächigen Neuteilen, wenn verfügbar. Oder ist das oft nötig bei den Autos? Ja, schon. Also du hast so ein paar neuralgische Stellen bei den verschiedenen Fahrzeugen, die einfach da sind. Radläufe hinten, ja. die Seitenkästen, da musst du mal ran. Oder vorne die Wasserabläufe, da hast du es auch. Was ganz wichtig ist, immer wenn du so ein Auto kaufst, dass die Türen dabei sind, dass die Hauben dabei sind. Also Kofferraum. Hey, kauf die auch so kaputt, so. Ne, wir kaufen schon ein Auto, was ehrlich ist, was eine Geschichte hat. Auch ohne Türen mal? Nein, ohne Türen nicht. Weil, wollte ich gerade erzählen, die sind nämlich aus Aluminium. Das ist nämlich die Besonderheit bei der Pagode, die Haube, der Heckdeckel, ja, und diese Türen sind aus Aluminium, ja, und die bekommst du so auch nicht mehr. Ja, das ist nämlich der Unterschied. Also diese Außenhaut, die ist nämlich aus einem anderen Material. Das hat Firma Leichtbau früher gehabt, kam vom 300 SL rüber, ja, weil da gab es ja auch die komplette Aluminium-Karosserien, weil ganz seltene Autos übrigens auch. Ja, und dann fangen wir an und bauen so ein Auto wirklich komplett neu auf. Okay, aber würdest du dann sagen, dass sie nachher alle identisch sind von der Qualität? Ja, also das, was wir machen sie immer nach dem gleichen Standard. Mhm. Und wir bauen sie natürlich jetzt nicht wie im Werk im Akkord auf, sondern wir haben natürlich schon mal ein bisschen mehr Zeit, um ein paar Schrauben auszurichten, um ein paar Teile auszurichten. Ja. Und geben uns natürlich auch viel Mühe dabei. Lackaufbau wird gemacht. Vorteil bei so einem Auto ist, so ein Auto wird KTL beschichtet. Okay, ja, also Karosse aufgeladen, wie man es heute beim modernen Auto auch macht, in ein Versiegelungsbad getaucht und dann hast du eine Rostvorsorge, die für die nächsten 25 Jahre sicherlich hält. Und dann Lackaufbau, dann geht es weiter, Teile werden neu verchromt, auch wenn wir oft Teile neu kaufen von Mercedes oder von Zulieferern. Du hast oft Farbunterschiede bei den Chromteilen. Das ist auch immer ein Riesenthema. Okay. Ja, dann hast du zum Beispiel, ich sag jetzt mal, die Leiste ist ein bisschen blaustichiger, die nächste aus dem Karton, die ist 5 Jahre älter, die hat so einen Gelbstich. Mm. Und damit das alles zusammenpasst, ist es oft so, dass wir die ganzen Teile nochmal zusätzlich neu verchromen. Also Endchrombäder. Im Haus? Nee, das gehen wir raus. Also wir haben hier keine Chrombäder, aber dafür gibt es Experten in Deutschland, die sowas machen. Ich glaube, ich weiß sogar wer.
Das kann sein, ich weiß es nicht. Es gibt Unterschiede. Erinnerst du dich? Ja, ich glaube, ich weiß auch, ja. Also ich habe die Autos schon ein paar Mal gesehen und mir war es einfach wichtig, dass ich das mal zeigen kann. Also ein Auto hatten wir auf dem Channel noch nicht. Ich mache mal die Haube auf, weil ich finde, unter der Haube, da wird es gruselig. Also das ist so gut. Das ist so gut und so, weiß nicht, erschreckend, dass man wirklich... So, siehst du das? Das ist ein neues Auto, ne? Ja. Also der ist jetzt auch schon gefahren, ne? Mit dem Auto haben wir schon ein paar tausend Kilometer gemacht, aber der ist halt wirklich neu zu stehen. Der ist halt schon gebraucht. Der ist schon wieder gebraucht. So, das musst du dir mal vor Augen halten. Der ist gebraucht. Sowas siehst du ja auf dem Markt eigentlich schon so nicht. Dass wenn der Nagel neu... Wie viel hat der gelaufen jetzt schon? Mal schauen. Kannst du jetzt aus dem Kopf... Ach, die beginnen mit 0 Kilometer? Ja, genau. Der hat jetzt schon 2700 Kilometer. 2700 Kilometer. So. Das heißt, wenn der mit 0 Kilometern ist, sieht eigentlich genauso aus wie jetzt, merke ich. Ja, ein bisschen weniger Staub. Ne? Also man sieht jetzt schon, da ist ein bisschen Staub drin. Nee, aber wichtig bei uns ist halt auch immer, dass es originalgetreu ist. Deswegen auch die Gelbchromatierung, das, was man früher gemacht hat. Ja, alles, was Gummi ist, alles, was Verschleiß ist, wird komplett ausgetauscht. Aber zum Beispiel der Ventildeckel, das Saugrohr, ja, das ganze Schaltgestänge wird natürlich neu gelagert. Aber sind alles die Originalteile aus dem Auto. Ja, ein Stoßdämpfer wird natürlich neu gemacht. Aber viele Teile sind wirklich ab dem ersten Baujahr in diesem Auto verbaut gewesen, sehen aber nachher auch wieder aus wie Neuteil. Die werden glasperlgestrahlt oder pulverbeschichtet, je nachdem, was für ein Material ist. Was kostet sowas? Also so ein Auto liegt um die 300.000 Euro. Ja, also 298.000. Ohne Basisauto? Also 300.000? Nein, inklusive Basisauto. Da sind so 1.500 Arbeitsstunden drin in so einem Auto. Sven, wie siehst du das mit dem Werterhalt? Ich kann mir vorstellen, dass sowas im Wert nicht fallen wird. Also zum Ersten, der Kunde kriegt ein Wertgutachten dazu, in dem Wert des Fahrzeugs. Ja? Und wenn man sich mal so die Baureihen Mercedes-Benz anguckt, Pagode 300 SL, das ist ja das, was wir so machen, 280 SE, 3,5 Cabrio, steigen die jedes Jahr noch weiter. Also da macht man eigentlich keinen Fehler mit, wenn man sich so ein Auto in die Garage stellt. Das denke ich nämlich auch. Ja, macht Spaß zu fahren, ist die schönste Wertanlage, die du haben kannst. Ne? Also muss man einfach sagen. Ja, aus Stuttgart kommen noch andere tolle Sachen. 280 SE, 3,5 Cabrio. Aus Stuttgart kommen auch andere tolle Sachen. Black Series. Aus Stuttgart kommen noch andere tolle Sachen. Aus Zuffenhausen auch. Auch schöne Autos. Aber wir sind hast du jetzt wirklich komplett Auto? Ja, wir sind alles Automenschen hier. Also bitte, ja. Was erwartest du hier? Also, dass wir jetzt ja, bitte. Ja, also da gehören schon ein paar Sachen mehr dazu, als nur den Stern zu sehen. Ich wollte gerade sagen. Mal ein bisschen um, ne? Ich wollte gerade sagen. Denn, aber du brauchst natürlich auch, um sowas zu bauen, brauchst du natürlich auch Leute, die das noch kennen von früher. Weil ich wüsste, wenn wir das jetzt machen würden, würden wir nicht wissen, muss jetzt zum Beispiel die Schelle auch sein oder muss die Schelle zum Beispiel silber oder schwarz sein? Guck dir die Schellen mal an. Ich weiß, die sind ja im selben... Sind nicht die mit der typischen Kreuzschraube oder mit der Sechskantmutter, wie man sie heute kennt, sondern die alten mit einer Schlitzschraube. Und dann ist es auch die hat kein Rasterband, wie man das so kennt, ja, und solche Geschichten. Also wir haben natürlich ein paar ältere Kollegen, die unseren ganz jungen Leuten auch viel beibringen. Drüben bei uns in der Klassikwerkstatt, ne, wir haben ja auch eine gute Mannschaft da drüben. Die Älteren bringen den Jungen was bei. Weil sonst, wenn du jetzt Mechatroniker lernst, ja, die deine Dose hier, wo du an den Cannbus... Ja, aber der kennt das da. Ja, aber wenn der jetzt hier mit dem Cannbus versucht, das Auto auszulesen, dann hat er ein Problem, ja, weil das gibt's hier einfach nicht, ja, sondern hier ist eine mechanische Einspritzpumpe, ja, und das musst Cannbus du erstmal können. Cannbus mit dem Auto. Ja, musst du erstmal drauf haben. Ja, und das sind einfach so, und das ist das Schöne, wir haben einen älteren Motorenbauer, der hat einen jungen Auszubildenden, der bringt dem das bei, wie man einen alten früher einen mechanischen Motor noch zusammengebaut hat, mit einer mechanischen Einspritzpumpe. Im Getriebe, ja, früher funktionierte ja ganz anders als heute. Und das ist wirklich ganz schön, wenn man das mal sieht, dann steht dann da wirklich ein junges Mädel teilweise auch mit 17 Jahren, die steht dann neben einem älteren Herrn, so um die 60, und der zeigt ihr dann, wie man ein Getriebe zerlegt. Ja? Und das Getriebe, ist toll. Und Getriebe, was dann auch eine Geschichte hat, vielleicht mal 200.000 Kilometer gelaufen hat, wo dann natürlich auch mal ein bisschen altes Öl noch rauskommt. Und dann hat man die 1.000 Zahnräder in der Hand und das riecht und das macht Spaß. Und dann zum Schluss bauen die das wieder zusammen. Das ist nicht so, wie man heute es kennt von der Werkstatt, wenn dann so Teile wechseln. Teiletauscher. Ja. Teiletauscher. Ja. Also es ist nicht böse gemeint, aber in der heutigen Zeit ist halt Teiletauschen. Ja, du kriegst die Teile ja auch nicht mehr. Wenn du jetzt zinieren würdest, würdest du ein modernes Neunganggetriebe, ein Zahnrädchen haben wollen, dann gibt es gar nicht als Ersatzteil. Noch eine Sache, die mir immer wieder auffällt, wenn ich an älteren Autos rumschraube, du kannst jedes Teil öffnen, weil es ja auch per Hand zusammengebaut wurde. Ich weiß nicht, ob man was verstehen kann, aber jedes Teil, okay, der wurde jetzt gepresst, der Bremskraftverstärker. Ja, aber nimm ein Relais. Nimm so ein Relais, das ist zwar vernietet, aber das kannst du aufbohren und dann siehst du wirklich, wie der Kontakt da drin richtig ist und hoch und runter klackt. Und ich sage dir, in so einem Auto sind, Gesundheit, sind 30-40% der Teile, die sind gar nicht mehr gemacht, dass die jemand öffnen kann. Die soll man gar nicht öffnen. Wenn die kaputt sind, sind die kaputt. Genau, wenn die kaputt sind, dann nimmst du die, kickst sie in die Tonne, machst den Karton auf und tust das neue Teil rein.
hier bist du ja in der Lage, alles zu öffnen und zu reparieren, zu gucken, was kaputt ist. Das richtige Mechaniker. Heute ist sehr viel Elektronik. Allein die Umlenkung für Linkslenker, also das Gasgestänge, kommt da hoch, geht hier rüber, hat hier, was ist das hier? Ist das der Tempomat? Der Laufsteller ist das. Würde ich jetzt sagen. Tempomat hat das nicht, ne? Nee. Nee, hat das nicht. Das ist kein Amerikaner. Aber Amerikaner, nein. Nee, es gab Amis. Nein. Stopp. Das gab es. Amis hatten zu der Zeit, und es gab auch Nachrüstfirmen, glaube ich, zu der Zeit. Es gab eine Klimaanlage für die Pagode in den USA, aber Nachrüsten ist, dann hast du unten runter eine riesige die sind, Kiste. Genau, wie bei Porsche. Dann gab es diese Dinger, und dann gab es einen Verdampfer bei Porsche, der hattest du dann auf so einen Alufuß geschraubt, so ein Riesending. Nee, die Amerikaner waren ja sehr früh gewohnt, gewisse Zusatzartikel nämlich zu haben. Und dann kam der Deutsche auf den Markt mit so einem Ding und dann, wie, das und das und das hat er nicht, das ist ja doof. Und haben die Hersteller für den amerikanischen Markt andere Sachen angeboten. Okay, das ist aber jetzt hier, das kann sein, Herr, aber guck mal, das ist hier ein richtiges, so ein Poti, der schiebt dir dann hier das raus. Und dann braucht man auch keine Sorgen haben, wenn man jetzt so macht, dass dann irgendwie das Anlernen, wenn du das bei so einem Modellauto machst, dann musst du ihn neu anlernen. Nee, der kann reindrücken, rausdrücken, das ist das, was er kann. So, dann geht das hier rüber, das Gestänge. Und die Drosselklappe drin. Genau, mit einer Feder, damit sie auch fein funktioniert. Ne? Also ganz viel Federn auch in so einem Gestänge drin. Ne? Und Einstellschrauben. Du hast ja an zig Möglichkeiten die Chance, das einzustellen. Ne? Das ist toll. Crazy. Das ist echt toll. Darf ich? Ja. Weil das ist der Fehler, den viele bei Pagode machen. Nein, die drücken immer in der Mitte drauf. Okay. Was passiert dann? Das ist ja eine Aluhaube und die hat einen Hohlraum hier. Und dann drückst du genau da eine Beule rein. Das Beste ist, wenn man es bei einer Pagode so macht, dann schließt die Haube auch sauber. Das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass das Scharnier in der Mitte ist, dass man nicht seitlich drücken soll. Am besten gar nicht drücken. Okay. Das ist ein Hohlraum und da hat der Beulenmann auch ein Problem meistens, wenn da eine Beule drin ist. Muss er ein kleines Löchchen bohren? Na, ganz so schlimm nicht, aber manchmal kannst du auch die ganze Haube neu lackieren dafür. Oh. So, Chrom. Es gibt wirklich wenig Autos, wo ich Chrom mag, aber so ein Auto ohne Chrom würde mir nicht so sagen. Das muss Chrom haben. Muss absolut, weil gehört zu der Zeit mit den Radkappen, mit den Seitenleisten und der Kombination, die ja teilweise auch aus unterschiedlichen Materialien sind, es ist ja nicht alles Stahl, was verchromt ist, sondern teilweise auch Aluleisten, die dann an der Seite sind, die poliert sind. Mhm. Da muss man auch mal hingucken, dann mit dem Gummi kombiniert, was man ja früher hatte, das sieht man, da nimmt man ja erstmal so gar nicht wahr, die kleine, feine Gummilippe. Das waren ja früher die Lippen, damit man, wenn man die Tür aufmacht, am anderen Auto nicht die typische Beule reinmacht. Produziert ihr denn auch Teile nach? Nein, also wir versuchen möglichst originalgetreu diese Autos aufzubauen und suchen auf der ganzen Welt diese Teile. Und deswegen haben wir uns auch irgendwann auf diese drei Modelle auch spezialisiert, weil wir dann auch die Möglichkeit haben, diesen Teilebestand, den du brauchst, um so ein Auto zu restaurieren, immer da zu haben. Das Schlimmste ist ja, du hast so ein Auto, du restaurierst den und dann fehlt dir irgendein ganz wichtiges Teil und du kommst nicht weiter. Mhm. Und mittlerweile, wir haben Rückleuchten, wir haben die ganzen Sachen auf Lager und kaufen dann auch, ich sag mal, bei Mercedes, klar, wir sind auch Klassikpartner, kaufen dort die Originalersatzteile und das, was es vielleicht nicht mehr gibt, kaufst du aus alten Mercedes-Benz-Betrieben vielleicht auf und dann haben wir drüben ein großes Lager und machen das. Kofferraum kannst du auch reinschauen, der ist halt auch wie neu. Da sieht man auch mal, dass wir so ein Auto nicht überrestaurieren. Abgeschlossen sogar die Hans, wow. Ist halt noch keine Zentralverriegelung bei so einem Auto, ne? Ist alles mechanisch. Genau. So, jetzt ist hier ein Paletot drin, ne, zu dem Auto. Wenn wir den in die Garage stellen, nehmen wir das mal eben raus. Oh, der kostet sogar noch einen Schluck mehr. Ja, weniger. Ja, Mehrwertsteuer kommt drauf. Ach, verstehe. Ja. Deswegen englische Auszeichnung, ist ein Auto, was wir mit Mehrwertsteuer ausweisen. Hier ist ein Ladegerät drin, ne, wenn so ein Auto mal steht. Originale Gummimatte als Beispiel, ist auch ein ganz seltenes Teil. Und hier sieht man mal, wie so eine Karosserie früher auch, wie das verschweißt wurde, abgedichtet wurde. Ja, die Sachen, das machen wir wirklich originalgetreu. Viele wissen, das könnte man ja sauberer machen. Nein, das war aber früher so und das macht man dann auch so. Hier sieht man es auch noch, die Spuren. Ja. Und dann auch in diesem Seidenmatt lackiert, nicht in Glänzen oder nicht in Wagenfarbe. Und der Kofferdeckel in auch, originaler Reifendruckaufkleber wieder drin. Ja, das, was man früher alles so hatte. Wie viele habt ihr von denen schon gebaut? Also ich kann es jetzt nur überschlagen, aber ich würde sagen um die 35 Autos. Beim ersten Auto haben wir auch, wie du gerade sagst, wo muss die Schelle sitzen, wo muss das sein. Da haben wir uns ganz, ganz lange mit beschäftigt und haben das weiter perfektioniert. Und mittlerweile sind wir definitiv bei über 35 Autos und bauen auch täglich weitere. Und das ist mal so ein Beispiel, was der Kunde Und Bauzeit? Bauzeit 1 bis 1,5 Jahre bei der Pagode.
Hier ist ein Beispiel, 64. Also hier so ein Beispiel mal für einen Kunden, der bekommt zu dir im Auto ein Buch. Das ist von seinem Auto? Das ist von dem Auto jetzt hier. Also sagen wir erstmal, wo es gemacht wurde und dann sieht man natürlich hier eingeschlagene Fahrgestellnummer im noch nicht lackierten Rahmen. Das ist kein Aufbau, das bekommt jeder Kunde. Bekommt jeder Kunde dazu. Hier siehst du, wir fangen mit den Bildern an, dort wo die Karosserie in Stand gesetzt ist. Weil du hast oft, du kaufst ein 300 SL an oder eine Pagode, die ist rot. Laut Originalpapieren war die aber weiß mit schwarzem Leder. Und wir sagen dann, okay, Matching Number, wird wieder ein weißes Auto mit schwarzem Leder. So, das heißt, wir fangen dann an, ganz normal Lackaufbau, dann wird er irgendwann grundiert und dann geht das wirklich weiter und dann siehst du halt auch, bis wo da gegangen wurde. Von deinem Auto? Von deinem Auto. Innen drin die Türen, ne? Auch dass man, ich sag mal, selbst Gestänge hinten, Fensterheber, die ganzen Zahnräder, das ist alles neu, alles was Verschleiß ist. Kabelbaum wird neu gemacht, Bremse wird neu gemacht, alles. Sicherungskasten, Elektronik, Elektrik. Sicherungskasten? Ja, früher, die Stabsicherung, die Keramik, die gibt es heute fast gar nicht mehr. Ja, Sitzkerne werden zum Beispiel auch neue genommen. Ja, weil die einfach durch die Zeit kann man bestellen. Genau, mit dem Rosshaar, die sind halt irgendwann einfach mal durch. Mhm. Ja, und dann geht es nachher hin. Mittlerweile haben wir ein bisschen moderneres. Das ist jetzt ein Auto, was wir schon für uns zugelassen haben. Wir haben ein anderes Studio mittlerweile, da gibt es ein paar andere Bilder. Aber dann kriegt der Kunde wirklich ein komplettes Bilderset von dem Auto, inklusive Unterboden, weil vom Unterboden ist es nachher auch wirklich wie neu. Ja, dass man das halt auch sehen kann. Das meine ich. Mit den Achsen. Guck mal bitte. Ich gehe mal weiter. Also es ist wirklich bis ins letzte Detail mit Originalhupe, mit Bosch-Zeichen drauf, ja, so dass man auch die Lagerung sieht. Also ein Auto fährt halt auch wie ein Neuwagen. Sieht nicht einfach nur so aus, sondern das fährt auch so. Wirklich neu. Ja, und hier sieht man den Unterboden mal komplett. Hier sieht das so aus. Eigentlich könntest du so ein Auto auch mal unter die Decke hängen und einfach nur von unten schön anschauen. Da bin ich stark drin. So, und damit wir auch rausfinden können und auch beurteilen können, ob der wirklich wie neu fährt, werden Movo und ich jetzt einen schönen Bottroper Sonnenbrand abholen hier. In der wunderschönen Pagode. Viel Spaß damit, der Tag passt. Los geht's. Guck mal hier. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Oh, wie der lenkt. Von den PS-Profis kenne ich solche Autos. Und in der Regel waren die immer okay vom Zustand oder auch mal schlechter. Aber dann ist so eine Lenkung, bin ich noch nie gefahren, dass sie einfach direkt das macht, was. Mach, lenk mal. Ja, ich bin den Käfer gefahren aus Wolfsburg. Das war genauso krass. Der war auch neu. Ja. War quasi neu, ja. So, und das ist so ungewohnt, dass man so macht und der Wagen macht das. Normalerweise musst du ganz schön bewegen, bis du überhaupt in die Bewegung kommst. Was ist das denn für ein Baujahr hier? Also ungefähr so. Eine Pagode. Wie alt sind die Dinger da? Eine Pagode. 65? 65, ja. Nee, 65. 69. 69. 62 Jahre. 62 Jahre. Das finde ich immer wieder toll, wie viel Glück man so hat, das ganze automobile Spektrum gefahren zu haben. Weil das ist ja, das war ja High-End hier. Also wenn du so ein Auto hattest. Ich habe mich verrechnet, 52 Jahre. 52 Jahre. Weil wenn du so ein Auto hattest, 1969, du warst schon ein sehr, sehr geiler Typ. Ja. Weil damals waren es auch gar nicht so viele Autos, die es gab zur Auswahl. Das war schon so oder so sehr besonders. In Amerika damit irgendwie Westküste entlang fahren, das wäre schon ziemlich geil. Es ist cooler für mich, als die Rocket-Dinger zu fahren. Ja. Es ist auf jeden Fall cooler. Es ist sehr, sehr, sehr entspannt. Ich finde den Klang. Den Klang sehr gut. Ich sitze sehr gut. 300 ist natürlich echt eine tolle Nummer, ne? Für so ein Auto. Aber ich glaube, die verbrennt sie kein Geld. Das Auto wird sehr lange Zeit genauso viel wert sein wie vorher. Es bleibt sehr, sehr ähnlich. Ist auch nicht langsam, muss ich sagen. Wir fahren 80. Cruisen dabei. Wie bremst du was denn? Wow. Zieht nicht nach rechts oder links. Das war damals so PS-Profi-Manier. Du fährst eine alte Büchse, bremst und dann macht der so. Einfach wunderschön. Deswegen, ich finde, wir sollten gar nicht zu viel drauf rumreiten und rumhacken. Ich finde, wir machen jetzt einen ganz nostalgischen Porn im Grün. Weil es war nämlich ein verdammt langer Tag für Moro und mich. Das stimmt, ja. Da haben wir sehr viel gequatscht heute. Ja,
Das ist eine Pagode aus 69, komplett restauriert in einem 1A-Zustand. Bremst gut, fährt gut, beschleunigt gut und 0-100 brauchen wir hier nicht messen und 100-200 schon gar nicht. Hoher Tacho bis 220 geht, muss man ja echt im Auto lassen. Aber ich finde, so ein Auto muss auch mal bei uns auf dem Channel gewesen sein. Vielleicht auch irgendwann bei uns als Restaurationsobjekt. Jedes Auto sollte mal auf dem Channel gewesen sein. Stimmt, wirklich. Habe ich sogar mal gesagt. Wahnsinn, hör mal. Wie der Motor anspricht. Auto ist von verdammt nochmal 69.